Hi-ho, Freunde! Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Hackmatch, Freunde. Minecraft Hackmatch, das erste Projekt, was ihr auf meinem Kanal hier sehen durftet, was ich auf meinem ersten Kanal hier hochgeladen habe. Was ist das erste Kanal? Das erste Projekt, was ich auf diesem Kanal hier hochgeladen habe, Freunde. Wir lieben noch alle Minecraft Hackmatch und vor allem sind wir jetzt wieder hier endlich zurück in unserer wunderbaren Welt. Freunde, wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, unbedingt nachgucken. Wir haben einiges gemacht und zwar haben wir dort ein Geschenk vom guten Ikea bekommen. Fragt nicht, warum wir ein Geschenk von Ikea bekommen haben. Warum muss es jetzt anfangen zu regnen? Freunde, wisst ihr was? Beachten wir nicht. Wir gehen einfach bei Regen in Whirlpool und machen uns einfach von doppelt... Okay, ich will nicht noch nasser werden, als ich jetzt eh schon nass bin, okay? So, Freunde, in der letzten Folge haben wir sehr, sehr coole Sachen gemacht. Und zwar haben wir dort unter anderem, halt wie gesagt, ein Geschenk von Ikea bekommen. Und dort waren coole Sachen drin. Ich sag mal nur hier. Ja, wir haben jetzt einen Whirlpool auf unserer Dachterrasse stehen. Wir haben jetzt hier oben noch ein Aquarium. Das müssen wir auf jeden Fall noch irgendwo anders hin platzieren. Das gefällt mir hier oben nicht so, aber sieht auf jeden Fall mega, mega cool aus. Man guckt ihn einfach an hier, wie diese kleinen Fische hier rumschwimmen hier. Was meint ihr? Was denken sich gerade diese Fische und dieser Seestern da? Der sieht ja so ganz alleine aus, so ganz einsam. Ja, auf jeden Fall tut er mir ganz schön leid, Freunde. Aber ich würde sagen, ich werde euch erstmal erzählen, was wir heute in dieser Folge machen. Denn wir werden heute mal wieder beim Ikea vorbeischauen, Freunde. Wir waren jetzt schon länger nicht mehr bei Ikea hier. Ich glaube, vor 10 Folgen waren wir das letzte Mal wieder oder so. Deswegen würde ich sagen, machen wir das heute auf jeden Fall. Denn, meine Freunde, ich habe heute was ganz Besonderes vor. Und zwar haben wir in der letzten Folge angefangen, unsere Bibliothek hier anfangen zu bauen, ja? Und ich habe mir gedacht, hey, die will ich auf jeden Fall noch größer und weiter machen. Das heißt, ich habe einfach mal geguckt, wie kann man das am besten machen. Dann habe ich einfach gesehen, dass man diese Bücherregale einfach nochmal hier ans Höher setzen kann. Und dann machen wir diese Treppen nämlich hier weg. Und dann machen wir da einfach normales Holz hin. Machen dann hier die Bücherregale hin. Und da habe ich mir gedacht, dass wir hier vielleicht irgendwie dann diesen Block hier noch ersetzen mit irgendwie, ich weiß nicht, mit irgendeinem coolen Block kann man das auf jeden Fall, denke ich mal, ersetzen hier. Und dann haben wir da so ein cooles Zwischending. Da oben machen wir wieder einfach normales Holz hin. Keine Ahnung, kann man irgendwie Treppen wieder hinmachen? Nee, das wird nicht passen. Nee, leider nicht. Müssen wir gucken, wie wir das dann da oben machen. Auf jeden Fall können wir das auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool hier machen, wenn wir dann hier einfach irgendeinen coolen Übergangsblock einfach reinpacken. Ich denke mal, das könnte ganz cool aussehen. Müssen wir auf jeden Fall gleich mal gucken, wie das dann wirklich im Endeffekt aussieht, weil Vorstellungen können einen oft trügen, so, ne? Oh mein Gott, das war so schön gesagt. Also wirklich, ich muss sagen, heute, ich habe generell heute so eine richtige Primetime, was deutsche Sätze angeht hier irgendwie auch. Und kaum sage ich es, verspreche ich mich wieder fünfmal perfekt. Auf jeden Fall habe ich heute wirklich irgendwie alles so überkrass hier heute gesagt, okay? Ich habe irgendwelche Wörter genannt, die ich noch gar nicht wusste, aber die auch wirklich grammatikalisch korrekt sind, okay? Normalerweise sage ich irgendein wirres Zeug hier, wenn es diese Wörter nicht gibt. Aber diesmal war es einfach richtig. Es war unfassbar, wirklich. Freunde, aber wir müssen jetzt erstmal hier uns auf den Weg zum Ikea machen. Dafür brauchen wir natürlich hier unsere Saphire und unsere Diamanten hier. Ich hoffe überhaupt, dass der Ikea diese Regale überhaupt verkauft, weil ich meine, wir haben jetzt eigentlich Pakete geschickt bekommen, so. Und deswegen hoffe ich mal, dass sie es auch da irgendwie im Laden gibt oder so. Es wäre auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Deswegen würde ich sagen, gucken wir einfach mal beim Ikea hier vorbei. Wunderbar. So. Und da sind wir auch schon hier. Ach man, ach, wir waren echt schon lange nicht mehr hier, wirklich. Ikea ist einfach ein geiler Laden. Ich war heute übrigens, Freunde, Funfact, ich war heute bei Ikea hier Köttbullar mit Pommes essen, wirklich. Wenn ihr es noch nicht gegessen habt, macht das. Aber ich bezweifle, dass jemand von euch das noch nicht gegessen hat, wirklich. Wenn ihr es noch nicht gegessen habt, wirklich, vertraut mir, das ist ein Tipp. Wenn ihr das esst, dann werden eure Geschmacksknospen wirklich in den siebten Himmel schweben, okay, wirklich. Und das war wieder so schön gesagt. Ach man, ich bin so stolz auf mich. Freunde, was übrigens heute auch noch rausgekommen ist, beziehungsweise gestern, ihr seht heute die Folge natürlich an dem Freitag, wie immer. Aber ich nehme das ganze Jahr am Donnerstagabend auf und am Donnerstag, also gestern für euch jetzt hier, ist ein neuer Post auf meinem Instagram-Account online gekommen hier. Jori.mclk, folgt mir gerne auf jeden Fall dafür. Ich bin eigentlich in letzter Zeit ziemlich aktiv so, ne? Also wenn ihr irgendwelche coolen, dummen Bilder von mir sehen wollt, wenn ihr wissen wollt, wie ich aussehe, dann folgt mir auf jeden Fall gerne mal rein. Like alle meine Bilder hier so, ne? Wäre auf jeden Fall ganz cool für euch. Für euch natürlich auch so, ne? Habt ihr nicht coolen Content da, ne? Für mich natürlich auch sehr cool, weil über Instagram hat man, finde ich, noch so eine Chance, mit euch ein bisschen mehr zu interagieren, finde ich, wenn ich mal auf Discord nicht online bin, weil ich bin wirklich sehr, sehr inaktiv auf Discord, ist halt so ein Problem, ne? Aber okay. Ich würde sagen, wir gucken erstmal hier, ob es jetzt irgendwo hier diese Regale gibt. Wir gucken erstmal hier. Hier sieht es auf jeden Fall nicht sehr regalisch aus irgendwie. Das habe ich mir übrigens auch angewöhnt. Ich sage es irgendwie finde gerade zu jedem Wort irgendwie ein Adjektiv. Ich habe irgendwie zu falsch, selbst zu falsch sage ich mir mal falschig oder zu richtig dann irgendwie riecht. Keine Ahnung. Also wirklich, Freunde, fragt manchmal nicht, was mit mir los ist. Ich bin einfach ein bisschen dumm. So, hier haben wir diese ganzen Vorhänge und Rollläden. Das wollen wir nicht. Lampen haben wir hier, einen Drucker, einen Schreibtisch und ein Coffee Table. Nee, das will ich alles nicht. Vielleicht haben wir irgendwann, oh, da sehe ich schon was. Oh mein Gott, bitte sag mir, dass das Bücherregal ist. Let's go, okay. Hier haben wir es auf jeden Fall. 15 Saphire kostet 1. Okay, warte mal, wie war das nochmal hier? Ich weiß schon so lange nicht mehr hier. Warte mal, man muss jetzt hier umtauschen. Ein Diamant waren 6 Saphire, ne? Okay, ich würde sagen, ich nehme mal diesen
Kann, warte mal, warten. Okay, ich rechne mal kurz aus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben 8 Diamanten, also heißt es 8x6. Und 8x6 sind natürlich 48. Das heißt, wir können uns jetzt hier 48 Saphire rausnehmen. Die Diamanten packen wir da rein. Eigentlich können wir die wirklich mal alle mitnehmen hier, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass das noch nie irgendwie gelehrt wurde oder so, ne? Ach, ich habe keine Ahnung. Warte mal. Ich muss jetzt mal gucken, wie viele wir uns jetzt von diesen ganzen Bücherregalen hier leisten können. Warte mal, wir können uns jetzt hier auf jeden Fall. So, warte mal, ich teste mal kurz. So, das sind jetzt auf jeden Fall jetzt. Hier schon mal sind das jetzt hier 4. Das heißt, wir können schon mal 4 rausnehmen. 1, 2, 3, 4. Wunderbar. Und jetzt haben wir halt hier noch 7 übrig, ne? Warte mal, ich muss mal ganz kurz nach Hause kurz... Warte mal, ich muss mal kurz hier die Saphire hier kurz in diese Kiste reinlegen. So, wunderbar. Und jetzt gehen wir mal kurz nach Hause, denn ich muss gucken, wie viel ich überhaupt brauche, weil ich glaube, wir haben dort gerade 6 stehen, oder? 1, 2, 3. Dann bräuchten wir eigentlich sogar noch 1. Dann müssen wir sogar noch mal kurz losgehen hier, um uns noch ein neues Regal hier holen zu können. So, und so kurz diese 2 Diamanten, das wird auf jeden Fall reichen. Gehen wieder zurück zum Ikea, wunderbarski, und gehen hier wieder hoch und tauschen nochmal das letzte Mal hier um so 2. Das heißt, wir können uns jetzt hier kurz 12 rausnehmen. Was man hier macht, das geht hier schneller, so, wunderbar. Und jetzt können wir uns noch kurz hier das eine letzte, was fehlende Regal hier noch mitnehmen, so, wunderbar. Und dann haben wir sogar noch 4 Saphire übrig, was auch sehr cool ist für den nächsten Shopping-Rundgang hier mal wieder im Ikea, ne? So, also, ich packe aber auf jeden Fall mal kurz meine Sachen mal wieder kurz hier in diese Kiste rein, und die Diamanten machen wir kurz wieder, so, wunderbar. Wir haben sehr, sehr viele Diamanten, fällt mir gerade auf, ne? Wegen diesen ganzen Lucky Blocks in dieser komischen Wüstenwelt, ne? Also wirklich, ich weiß immer noch nicht, was ich irgendwie machen soll. Wir müssen auf jeden Fall wirklich, ich schieb das schon so lange auf, ne? Wir müssen mal mit Kamito reden, wirklich, weil der weiß bestimmt mehr als wir irgendwie, ne? Deswegen, wir müssen wirklich mal mit dem gucken, was wir mit dem so machen, so. Also, ich brauche auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen mehr Holz, denn ich muss das Ganze mit Holz da oben wieder ausfüllen. Damit das Ganze nicht komplett kacke aussieht. Wir brauchen auch übrigens erstmal noch einen Block, den wir dann in die Mitte, in diese Hohlräume ganz schnell placen können, ne? Was wäre ein cooler Block dafür? Eigentlich wäre Glowstone ganz cool, aber Glowstone ist halt ein bisschen ätzend zu bekommen, weil dafür müsste ich halt in Nether gehen und mich da wieder hochbauen und so, ne? Können wir uns Lapisblöcke vielleicht machen oder so? Lapisblöcke könnten eigentlich ganz cool sein. Warte mal. Wir brauchen halt zum Enchanten eh keinen Lapis. Das heißt, wir können theoretisch alles hier verwenden, oder nicht? Warte mal. So, wunderbar. Jetzt haben wir hier 8 Lapisblöcke. Wir müssen halt irgendwie gucken... Das wäre halt dann wirklich, wir brauchen halt wirklich deutlich mehr Lapisblöcke, ne? Warte mal, wenn ich mal kurz... Ah, warte, jetzt habe ich vergessen, Holz zu holen. Ach, ich bin ein bisschen verpeilt gerade. Deswegen muss ich hier nochmal kurz hier runtergehen. So. Das Holz haben wir uns hier. Wunderbar, haben wir auf jeden Fall noch genug da. Und dann können wir das Ganze auch schon jetzt hier gucken, wie das aussieht. Denn ich glaube, das könnte eigentlich ganz cool aussehen. Warte mal, wenn ich jetzt mal kurz mich hier... Ich muss mich ja kurz mal hier hochbauen. So, bauen wir das hier kurz ab. Oh, wir müssen das danach auch wieder fixen, dass es hier wieder gut aussieht, ne? Weil jetzt werden wir hier alles wieder kaputt machen, ne? Ach man, müssen wir auf jeden Fall gleich wieder eine Dirt-Schicht hier drüber bauen. So, warte mal, jetzt müssen wir... Wo war das? Heißt, man muss jetzt hier... Das hier, glaube ich, jetzt mit Lapisblöcken dann vollpacken. Und dann hier nochmal so ein Bücherregal hinmachen, ne? Also irgendwie sieht das irgendwie ein bisschen komisch aus, finde ich, oder? Ich meine, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich würde sagen, ich mache das jetzt einfach mal kurz da überall und dann sehen wir uns gleich wieder. Und ich wollte zwar gerade hier wieder alles umändern, aber ich glaube, ich habe sogar noch eine bessere Idee. Wir haben uns jetzt zwar diese Bücherregale dann umsonst gekauft, aber ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir das Ganze noch ein bisschen cooler darstellen können. Warte mal, weil ich habe hier gerade eben gesehen, warte mal, wenn ich mal kurz gucke. Bookshelf, so. Da habe ich mich gesehen, da gibt's von, ich muss kurz gucken, warte mal, wie hieß das denn? War das irgendwann nur Shelf oder so? Warte mal. Oh mein Gott, ich bin ein bisschen dumm hier, so. Warte mal, wo war das? War ein Moment kurz. Hier, genau. Hier gibt es nämlich diese Bookcases, heißen. Oh, nein, das wollte ich. Oh, ich hab den Cheat-Mode. Warte. Cheat-Mode, erfolgt. Ich bin kein Cheater, Freunde. Okay, also wirklich. So, also wie macht man dieses Bookcase? Das Bookcase macht man. Okay. Man braucht also Slabs und einfach normale Planks. Okay, dann machen wir uns einfach ein bisschen Waffen was. Weil ich glaube, das könnte eigentlich ganz cool aussehen, wenn wir das irgendwie so machen. Warte mal, ich mach mir kurz hier mal so. Paar Slabs, so, das war ein bisschen viel Slab, würde ich sagen, aber warte mal, wenn ich jetzt nämlich hier kurzes crafte erstmal so ein bisschen, ne, haben wir jetzt hier diese ganzen, wir brauchen halt auch wirklich sehr, sehr viele davon, wenn ich jetzt wirklich so durchziehe, wie ich es gerade im Kopf habe, wenn ich jetzt mal hier diese Bookcases nehme, ne, hab mir, oh, die sind leer, man muss da Bücher noch reinfüllen am Ende, ne, warte mal, habe ich noch irgendwelche Bücher, ich habe gar keine Bücher, oh, wir müssen uns da noch Bücher craften und so, aber okay, ist egal, wisst ihr was, das nehme ich mal in Kauf, weil wenn wir hier Bücher reinführen, dann könnte das Ganze wirklich sehr, sehr cool aussehen, warte mal, ich mach's mal kurz hier so als kurzes Beispiel, wenn ich jetzt nämlich hier so, das sieht halt viel besser aus, wenn wir da noch Bücher reinführen und dann machen wir halt hier dann trotzdem diese Lapis-Dinger rein, warte mal, wenn ich jetzt nämlich hier so mache,
Das gefällt mir, glaube ich, noch besser. Wenn man dann da noch Bücher reinfüllt. Warte mal, kann ich mir irgendwie gerade Bücher machen oder so? Weil ich will kurz wirklich mal gucken, wie das aussieht. Weil das könnte wirklich sehr cool sein. Haben wir hier noch Bücher? Nee, haben wir leider nicht. Warte mal, wenn wir hier mal kurz... Kann man da diese ganzen Enchanted-Bücher reinmachen? Weil das wäre eigentlich ganz cool. So, warte mal. Wenn ich die mal kurz hier rausnehme. Ich kann gar nicht mehr rausnehmen, weil mein Inventar voll ist. Aber ich muss auf jeden Fall mal gucken. Wenn man die jetzt hier reinfüllen kann, dann wäre das auf jeden Fall... Ja, kann man tatsächlich. Okay, warte mal. Wenn ich jetzt hier auf jeden Fall die Bücher reinfülle, ne? Das sieht halt schon nicht schlecht aus, ne? Wir brauchen halt wirklich nur extrem viele Bücher halt. Das ist halt das einzige Problem, ne? Aber wenn wir halt diese ganzen Bücher irgendwie auftreiben können, dann könnte das Ganze halt wirklich, wirklich cool sein. Warte mal. Wenn ich mal kurz hier gucke, so Paper. Ja, wenn ich kurz ein Leder nehme. Ich will gucken, ob man da auch unenchantete Bücher reinmachen kann, weil das müsste ja eigentlich vom Ding her auch gehen. Warte mal. Wenn das geht, dann können wir uns halt easy einfach ganz viele Bücher halt machen und die dann einfach reinpacken. Ich muss halt, wäre ein bisschen dumm, wenn man jetzt irgendwie entscheiden müsste. Nein, das geht auch so. Okay. Okay, dann können wir das auf jeden Fall so machen. Freunde, ich finde das auf jeden Fall ganz cool, wenn wir das irgendwie so machen. Das sieht zwar dann ein bisschen komisch mit den Farben auch so, weil das andere so ein bisschen farbenfroher ist als das andere halt. Also diese neuen Regale sind ein bisschen farbenfroher halt, weil diese ganzen Texturen so anders sind halt. Aber das ist einfach egal. Warte mal, weil das könnte auf jeden Fall trotzdem ganz cool aussehen. Hier mit diesem Kontrast, dann haben wir hier unten so ein bisschen, ich weiß ja, so ein bisschen, wie sagt man, so ein bisschen so dunkle Magie-Vibes irgendwie. Und dann hat man hier oben irgendwie so diese fröhliche Bibliothek irgendwie so. Keine fröhliche Bibliothek, das macht irgendwie gar keinen Sinn. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich relativ zufrieden mit dieser Idee. Deswegen würde ich sagen, machen wir das auch überall mal kurz hier hin. So, warte mal, jetzt haben wir hier noch diese Bookshelves. So, wir brauchen überall 4 davon, ne? Das wird auf jeden Fall kein Problem sein, diese Bookshelves zu machen, weil dafür braucht man halt wirklich nur Holz und so, ne? Problem ist halt wirklich, die einfach dann am Ende zu befüllen, ne? Ich glaube, ich muss mal wieder so einen Livestream machen. Freunde, wie wär's, wenn wir bald wieder einen Tech-Match-Livestream machen? Darauf hätte ich eigentlich auch mal wieder Bock, Freunde. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr mal wirklich Bock auf so einen neuen Tech-Match-Livestream habt. Ich hätte eigentlich mal wieder wirklich sehr, sehr viel Bock darauf, muss ich wirklich sagen, Mann. Warte mal, ich muss mal auf jeden Fall mal kurz hier gucken. Wenn ich jetzt mal kurz hier diese ganzen Slabs in die Mitte packe. Oh, ich habe mir ein bisschen viel gerade gemacht. Kann das irgendwie sein? Aber wisst ihr was? Zu viel schadet nicht, okay? Warte mal. Oh Gott, ich bin ein bisschen zu doof zum Craften. So, wunderbar. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder... Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt einige Bookcases hier. Und die sollten wir auf jeden Fall alle jetzt hier verwenden können. So, jetzt packen wir die hier wieder rein. Hier kommen jetzt auch 4 hin. Hier kommen auch 4 hin. Und natürlich hier natürlich ja noch auch. Und dann haben wir das alles schon ausgefüllt. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch hier ein bisschen mehr Lapisblöcke farmen. Das ist halt das einzige Problem hier. Aber Lapis ist, denke ich mal, auch nicht das seltenste Erz. So, deswegen... Sollte das auch kein Problem mehr sein. Wie gesagt, ich bin eigentlich relativ zufrieden mit dieser Idee. Schreibt mir wirklich gerne mal eure Meinung, was ihr davon haltet, in die Kommentare oder so. Weil ich fände das eigentlich, wenn man das irgendwie so macht, wenn man das irgendwie so vollendet hier mit den ganzen Büchern oder so, eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Also wirklich, wäre auf jeden Fall wichtig, was ihr davon haltet, wenn ihr mir das mitteilen würdet. Ich muss einmal ganz kurz gucken. Habe ich vielleicht noch Wolle oder so? Weil ich würde gerne diesen Teppich da noch ein bisschen erweitern. Sieht ein bisschen... Warum haben wir so viele Carpets, Freunde? Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall können wir jetzt hier kurz diesen ganzen Carpet hier mal kurz verlegen. Weil dann können wir hier auf jeden Fall nochmal hier, ich weiß nicht, es gibt natürlich auch noch so die Möglichkeit, dass wir das rot machen, weil rot irgendwie halt auch so eine typische Bibliothekfarbe ist, aber ich finde blau irgendwie, das passt doch jetzt zu diesen Lapisblöcken, das Lapis ist so ein bisschen verzauberungsmäßig und dann hat man hier so eine Art halt Verzauberungsding. Also, yo, okay, ich muss sagen, ich bin gerade richtig, richtig zufrieden damit, also wirklich, schreibt mir gerne mal wirklich eure Meinung dazu in die Kommentare. Warte, kann ich hier irgendwie, das sieht ein bisschen kacke aus, kann ich irgendwie hier vielleicht auf diese einzelnen Stufen da noch so Carpets drauflegen? Sieht das cool aus? Ich bin mir da nicht so sicher, wenn ich hier oben hinlege. Vielleicht, wenn ich hier da unten noch auf die letzte Reihe oder so hinlege, muss ich mal gucken hier. Oder ich mache die hier auf diesen kleinen Bereich. Wisst ihr was? Ich lasse es erstmal hier, würde ich sagen, mit den Carpets erstmal in Ruhe. Hier unten, finde ich, sieht das cool aus, aber ich glaube, wenn man diese Treppen hier... Ich glaube, die Treppen lasse ich erstmal so, würde ich sagen, hier. Oder ich mache hier einfach die Treppen so ein bisschen noch aus Lapis oder so. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie wir das hier alles umändern können, weil wir haben einfach halt wirklich sehr viele Optionen hier. Und ich muss halt wirklich gucken, dass ich halt wirklich mir hier merke, dass hier diese ganzen enchanteten Bücher drin sind. Nachher suche ich die irgendwann oder so und vergesse, dass sie in einem von diesen Regalen drin sind. Ich brauche halt wirklich... Warte mal, wie viele Bücher brauche ich wirklich insgesamt? Warte mal, ich brauche mal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, das heißt, wir brauchen 16 pro Regal. 4 mal 16... Oh Gott, ey, wir brauchen hier 64 Bücher immer pro 4 Regale. Oh mein Gott, das heißt, hier werden... Insgesamt 128, 256, oh mein Gott, das ist ja krass. Warte mal, oh mein Gott, wir brauchen über 300 Bücher. Ich frage mich wirklich, wo wir diese ganzen Bücher hernehmen sollen, Freunde. Wenn ihr irgendwie eine Idee habt, was wir irgendwie vielleicht doch noch irgendwie als Änderung dahin machen können. Wobei, nee, ich will das gar nicht ändern, ich will das so machen. Okay, wir müssen halt uns einfach mal quälen und dann wirklich diese ganzen Bücher mal sammeln, okay? Wie gesagt, ich muss erstmal ein bisschen hier auf Zuckerrohrsuche dann gehen, oder? Ich baue mir irgendwie so eine Zuckerrohrfarm oder so. Vielleicht kann ich mir irgendwie eine automatische Zuckerrohrfarm bauen oder so.
Und ich baue mir erstmal hier kurz ein bisschen mehr an, würde ich sagen. Warte mal, ich baue mir kurz hier so, wunderbar. Da kann man auf jeden Fall ein bisschen mehr wachsen. Dann haben wir hier auf jeden Fall ein bisschen noch was. Aber das wird halt nie im Leben reichen. Wir brauchen halt wirklich über 300 Bücher. Und das könnte halt wirklich... ich sag mal so, das könnte auf jeden Fall wirklich sehr, sehr lange dauern, bis wir das Ganze hier vollendet haben. Aber ich würde sagen, wir fahren auch mal einmal kurz hier unser Feld ab hier, weil das haben wir auch schon ein bisschen länger nicht mehr gemacht hier. Deswegen können wir das Ganze auf jeden Fall mal machen hier, würde ich sagen. Und dann würde ich auch die Folge an dieser Stelle auch schon beenden hier. Ich denke mal, das war eine ganz coole Folge mal zur Abwechslung so ein bisschen. Einfach so ein bisschen mal die Bibliothek ein bisschen weiter erweitern hier so. Ich finde generell diese Folgen, wo wir unser Haus ein bisschen verbessern, einfach mega, mega cool, muss ich sagen. Denn ich liebe es einfach hier in Minecraft einfach zu bauen, ne, müsst ihr wirklich wissen. Und deswegen, genau, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr mehr so Art Baufolgen oder so Erweiterungsfolgen haben wollte oder so. Ich finde das auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Ich bin mega, mega Fan davon hier. Macht mir mega, mega Spaß, sowas aufzunehmen hier. Und schreibt mir gerne, was mich auch mal interessiert, wirklich, schreibt mir gerne in die Kommentare, was mögt ihr am liebsten, was ich in Minecraft Segment Jam machen kann hier. Weil ich kann irgendwie in Twilight Forest gehen, ich kann mein Haus erweitern hier, ich kann einen Boss machen, ich kann irgendwie einen Dungeon machen oder so, ich kann mit Kamito und so reden. Schreibt mir gerne in die Kommentare hier, was ihr wirklich am liebsten in Techmage seht oder so. Und das würde mich auf jeden Fall wirklich auch mal interessieren, weil vielleicht kann ich in Zukunft dann irgendwie gucken, dass ich das irgendwie ein bisschen öfter mache. Und genau, Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle war es das mit dieser heutigen Folge von Minecraft Techmage. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Abonniert meinen Kanal, um mich kostenlos zu unterstützen. Aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und man sieht sich in der nächsten Folge, wenn es wieder als Minecraft Techmage. Bis dann, haut rein, Leute. Und ciao. Yes, I out of eyes trying to put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be mine. It might be mine, yeah. If you want one, then you coming with a paper. I ain't testing shorty back. See